Wir waren doch gerade noch winken. Ja, nein. Ja. Ernsthaft? Vier Windräder in fast quadratischer Formation. Und keine Munition mehr. Ich hab ne Bombe bei... Woher? Bliff! Ihr habt ne Bombe noch! Der mittlere Sprengradius beträgt 8 Schritte. Das Rüberwerfen dürfte kein Problem werden. Wenn die Bombe aber nicht alle Windritter erledigt, war's zu Ende. Wer ist zu Ende? Ah. Hä? Konzentration. Wo? Jetzt müssen wir das Ding finden, was... Das macht eine quadratische Explosion, oder was? Offenbar. Muss ich das jetzt verstehen? Verdammt, einer hat überlebt. Was? Quartier, ich melde Eindringlinge in Block 3. Bringt sie um. Weil ich das nicht selber kann. Ja, er ist zu langsam dafür. Ach, ich hätte einfach nur da, um zu sterben. So. Moment. Ich drück jetzt einfach, ich gebe jetzt einfach nochmal 15 ein, dann muss ich das nicht nochmal machen. Nee, jetzt 38, so. Ja. So. Jetzt speichern wir nochmal. Weil jetzt muss ich einfach mit Wing einfach immer nur da runterlaufen und den Scheiß aktivieren. So. Jetzt dreht sich das, weiß Gott auch immer warum. Und jetzt die Wunderlasche lasse ich einfach liegen. Interessiert mich sowas von gar nicht. Ich würde lieber gerne normal kämpfen und nicht diese scheiß Minispiel-Dinge. So. Konzentration, ja. Ich habe eben hier hingeworfen, das hat nichts gebracht. Der Link hat überlebt, gell? Müsste doch reichen. Moment. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. So müsste ich alle treffen, wenn ich hier hin. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Doch, wenn ich hier hinwerfe. Die fliegt so komisch. Wie überlebt ihr das? Hä? Verstehe ich nicht. Gut, dann ziehe ich mal ein Ding nach unten. Vielleicht zähle ich auch blöd. Vielleicht darf ich nicht dort zählen, wo... Vielleicht darf ich nicht von dort aus zählen, wo die, wo das Fahnenkreuz ist, was ja eigentlich Sinn machen würde, sondern dort, wo die Bombe ist. Und das dann einfach ein Feld nach oben ist. Ja, Windritter, keine Munition mehr, wirf einfach. Das heißt, ich habe eben hier hingeworfen. Das heißt, ich werfe jetzt einfach mal hier hin. Wing, du kannst weitergehen. Öffne das, den letzten Block. Ja, dann werde ich tolle Videos machen. Über irgendetwas. Keine Ahnung. Die schreien hier rum, die werfen Bomben rum, schießen, aber keine Sau hat sie bis jetzt bemerkt. Voll die Stealth-Mission, so voll unerkannt. Ja, also mit Bomben. Ich möchte aber jetzt mal ganz kurz noch gucken. Ich werde ganz kurz mal noch die Aufnahme stoppen, um zu gucken, ob wirklich aufgenommen wird. So.
Da sind wir wieder. Wir haben ein kurzes Päuschen gehabt. Selnix musste sich mal kurz auskotzen gehen. Ich habe in der Zeit was herausgefunden, und zwar kein Wunder, dass der gute Hill keine Munition mehr für seine Waffe hatte. Wing hat sie. 99 Schuss. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht wissen. Und hier ist wieder Epileptiker-Warnung. Oh nein, was soll ich nur tun? Was waren die letzten beiden Zahlen? 18. 4. Das da finde ich ganz cool gemacht hier, dieses 16. Das ist eine coole Idee, finde ich. Knöpfe gedrückt. Kannst da oben das Ding kaputt machen? Ah, das waren die Fallen, das wir gerade abge... Ein Riss in der Wand. Ein Luftzug. Dahinter ist ein Raum. Wenn ich den Riss irgendwie sprengen könnte. Leafburner benutzen. Ah. Ja. Ja. Cool. Epische Animation. Oder habe ich was übersehen? Nein, aber hier drin. Hier drin steht Gandalf. Hallo Gandalf. Möchtest du Gandalf eventuell sprechen? Okay, ich meine, ich habe auch den Kommentar, kann ich mal ganz kurz sagen, von jemand bekommen, der auch das LPT gesehen hat, und der hat gemeint, wäre ja schön, wenn auch mal Selnix irgendwas vorlesen würde. Ja, und dann darfst du jetzt Gandalf lesen. Alles klar. Er heißt übrigens Vulzi. Vulzi, okay. Einen wunderschönen guten Abend. Was verschlägt ein so weibliches Gemüt zu einer derart späten Stunde in so lüsternde Gefilde? Oh Gott. Muss ich das? Wo kommst du denn her? Und wer bist du? Und warum hat man dich in eine Wand eingemauert? Ich trage den Namen Burkoli Zinnoberhut. Aber meine Freunde nennen mich Vulzi. Ich entstamme einem edlen Adelsgeschlecht und reise auf der Suche nach nach modischen Kopfbedeckungsaccessoires durch die ganze Welt. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich hab gerade keine Zeit für irgendwelche Idioten aus dem 16. Jahrhundert! Entweder du sagst mir sofort, was du willst, oder ich gehe weiter. So! Hat er doch gerade! Hier geht es nicht weiter. Habt ihr vielleicht einen Filzhut bei euch, junge, kratzielnde Dame? Warum sollte ich? Nö! Geh weg! Dann tut es mir unendlich leid, dass ich eure kostbare Zeit für nichts und wieder nichts verschwendet habe. Gehabt euch wohl. Was? Er hat sich wegteleportiert. Teleport no tutu. Gandalf! Ja, bestimmt muss er wieder einen Balrog töten oder so. Der hat jetzt jahrelang da drin gewartet, bis du vorbeikommst und sagst nö. Ah. Okay. Die Leafburner haben sich total gelohnt. Ich weiß nämlich sogar, wo wir den Filzhut herbekommen hätten. Und ja, zwar irgendwas mit der Krawatte dann, gell? Ja, wir hätten die Krawatte gegen den Filzhut eintauschen können. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir die Krawatte nicht hatten. Die wäre im Übrigen auch nicht mehr rangekommen wären, weil wir hätten die aus einem Raum bekommen, wo wir nicht mehr zurück hätten können gehen. Okay. Oh, ein Riesenpilz. Gib mir den Pilz. Ich will den Pilz. Das Ding ist auch unglaublich selten dämlich gesetzt, oder? Mal im Ernst. Schon. Als ob man nicht den Pilz abmachen kann. Mach den Pilz aber. Geht ja nicht, sind Steinpilze. Also aus Stein.
Er ist schlecht. Ja. die letzte Zahl ist nie 9 gewesen. 2, 4, 6, 8, 9. Die Rückseite des Grabsteins. Dreimal. Moment. Ich nehme an, ich muss den Weg laufen. Drei hoch, zwei Dings, drei hoch, eins rechts, acht hoch, drei rüber. Mein Paint will nicht mehr, voll unfair, ich hätte das jetzt einfach abfotografiert. Vier hoch, eins Dings, vier hoch, das macht irgendwie keinen Sinn, so weit hoch zu latschen. 3 rüber, 1 wieder runter, wow, geil. Ich hoffe, der meint damit nicht Bildschirme, sondern Felder. Was? Ich hoffe, der meint damit nicht Bildschirme, sondern Felder. Hm. Sonst darfst du 8 Bildschirme hochlaufen. Juhu. 3, 2, 3, 1 rüber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dort, wo der Tote liegt. 1, 2, 3. 1, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. Hallo, ein Schalter! Moment. Da hatten wir gespeichert. Egal, vielleicht sterben wir ja zwischendrin nochmal. Dann kann ich immer ausprobieren, ob man einfach so hinlatschen kann. Wahrscheinlich. Egal. Ist ja auch wurscht. Hat funktioniert. Wieso sind die runtergegangen? Hm. Hey, eine Speicherstatue. Oh! Quicktime-Events! Cool. Okay. Aber ich hab nichts gesehen. Ja, da war praktisch einmal so ein Aufflackern von so einem Pfeil nach oben, den ich drücken musste, und dann kam da so ein Bolzen entgegen. Hier entgegen. Hm. Cool. Erfrischend, könnte man sagen. Ja, guck mal, der Bolzen, der fliegt hier rüber und dann kommt er wieder zurück und dann fliegt er wieder hier und dann... Ach so, so sind die unendlichen Fallen, die schießen sich einfach immer wieder gegenseitig rüber. Sieht aus wie Ping-Pong, wenn du mich fragst. Es ist Ping-Pong. Ob die mich instant töten? Ja, die töten mich instant. Okay. Gut, hätte ja sein können, dass wir eventuell nur Lebensenergie verlieren, dass es auch irgendwie Sinn macht, Lebensenergie zu haben. Aber wie viel HP hast du? 200. Die machen dir 40 Schaden. Weil vorhin stand 160. Aber die haben zwei. Wing und Dings haben zwei verschiedene Lebensenergien. Hm. So viel Intelligenz hätte ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Ja. Das war 18. 16, 18. Danke. So. Ausprobieren. Ob. Ja. Gut. Ja gut, ansonsten wäre es ja auch unlogisch. Dann lasse ich. So. Dann, ja klar, das wäre unlogisch. Aber dann lasse ich Gandalf einfach mal Gandalf sein, okay? Jo. Weil vielleicht finden wir noch eine dritte Stelle oder so. Weil ich weiß, man könnte sie noch in der Burg irgendwo einsetzen, die Schuhe. Aber gut, das ist ja egal. So, jetzt geht das runter. Wie gesagt, die beiden haben unterschiedliche Lebensbalken. So, nach oben. Zack. Da unten ist ein Gegner, glaube ich. Ja, dein Skelettkrieger. Der tötet dich bestimmt auch instant. Garantiert, weil es ja ein Skelett und Skelette sind gefährlich. Wie wir alle wissen. Der läuft auch nur immer hoch runter. Ja. Dem musst du jetzt nicht hinterherlaufen, dann rechts vorbei. Ist das hohl, das Vieh? Gut, es ist ein Skelett, also.
Muss man dazu sagen. Hallo. Ja, es ist nur ein Skelett, was soll's. Da kann man es noch verkraften, dass es das nicht hinkriegt. Der Pfeil fliegt übrigens in den Busch. In den Busch. Mein Gott. Gut. Hä? Was war da? Ah, okay. Sie haben einen Geheimgang gefunden. Wir haben es geschafft! Endlich! 3 Stunden noch, ich werde... Es wird dich runterziehen. Was wird mich runterziehen? Wenn er jetzt tot vor dir liegt. Wir beide wissen, dass du die Kraft hast, ihn zu töten. Wenn er tot vor dir liegt, wirst du nichts fühlen. Oh doch, das werde ich. Hunger zum Beispiel. Nein, wirst du nicht. Weil dir selbst das deiner Familie nicht zurückbringt. Weil dir selbst das deine Familie nicht zurückbringt. Das ist falsche Betonung. Okay. Und du, wenn du das getan hast, stirbst. Das wollte dir Bö sagen. Er wollte nicht, dass du dein Leben für Rache wegwirfst. Deswegen wird er dich verlassen. Er war enttäuscht. Was? Deswegen wollte er dich verlassen. Hä? Er war enttäuscht. Er hat sein Leben für dich gegeben. Oder wer ist Bo? Das war der kleine Junge, oder? Ja. Keine Ahnung. Und du willst es wegwerfen? Gott! Was red ich da? Es ist zu spät, dich bekehren zu wollen. Lass uns diese Sache zu Ende bringen. Ich will nicht mehr. Was zur Hölle? Das frage ich mich auch. Erkläre ich dir bald. Ich meine, 3 Stunden bist du tot, aber das ist scheißegal. Irgendwann erkläre ich es dir doch. Ihr könnt nun zwischen Hill und Wing wechseln. Beide besitzen ihre eigene LK-Anzeige. Sowie bestimmte Fähigkeiten. Wenn ihr an einer Stelle nicht weiterkommt, wechselt den Charakter und sucht den Raum erneut ab. Hinweise zudem unübersehbar dargestellt. Da bin ich mal gespannt. Gewechselt wird mit Plus. Okay. Der Standardknopf für Wechselaktionen. Will ich das Plus? Ah. Oh Gott, und wir haben wieder dieses komische Licht drumherum. Oh, das sieht ja echt scheiße aus. Ja, das hätte nicht sein müssen. Okay, das heißt... Ich darf den Raum 2-mal absuchen. Geil. Wow, was für ein Spielfeature. Das hey, bei 80%. Es ist 80% des Spiels rum. Und jetzt wird ein neues Spielfeature eingebaut. Aha, okay. Wunderasche, geil. Aber die haben ja gemeint, beide hätten verschiedene Fähigkeiten. Moment. Das setzt natürlich voraus, dass sie überhaupt Fähigkeiten haben. Ja. Was zur Hölle, wie soll ich denn da wegkriegen? Okay, Wing kann Schlösser knacken. Da rechts blinkt was. Ach, das ist... Jedenfalls bei mir. Ja, da blinkt was. Rohr erhalten. Cool, ich hab ein Rohr. Schraubenrohr. Was? X² plus... minus 24x plus 119. Oh nö, nicht mathematische Funktionen. Schreiben wir uns auf. Ich sollte mir einen Block nebenher liegen. Moment. So. Ich schrei, wenn ich den Scheiß ausrechnen muss. Musst du bestimmt. Garantiert. So. Soll ich sie wieder rausholen, die Entwicklerkeule, oder? Da ist eine Schulspenzersperre drin. Ich glaube auch. Also, für alle Leute, die entwickeln wollen, fangen wir mal wieder so an. Ich glaube, das patentiere ich mir, diesen Satz.
Wenn ihr schon Mathe-Rätsel einbauen wollt, weil ihr glaubt, die wären unglaublich cool und unglaublich kreativ und alle Leute haben Spaß an Mathematik. Wieso habe ich gerade einen Lehrer von mir im Kopf? Solltet ihr auch mal aus einer anderen Sicht denken. Und zwar aus der Sicht eines Otto-Normalspielers, der seit circa 10 Jahren kein Mathe mehr gemacht hat. Das hier ist eine Potenz zweiten Grades, ich weiß nicht mal, wie man es genau nennt, mathematische Formel, die im Endeffekt so eine Art Steigungskurve darstellt. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Tut mir leid. Nicht jeder, auch zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Sechstklässler oder so etwas das Spiel spielt, die hatten diese Sache noch nicht in Mathe. Die werden an diesem hier verzweifeln, weil das hier ist höhere Algebra. Du kannst kein höheres Algebra in ein Spiel einbauen, weil nicht jeder weiß, was die 2 hinter dem X bedeutet. Und dass man dann die 24x irgendwie dort auch mit verwurschteln kann, das weiß nicht jeder. Oh, zum Glück weiß ich, wie es geht, aber ich will es nicht wissen. Das ist das Problem. Knacken wir mal das Schloss. Das ist was Einfaches. Das da ist ein cooles Rätsel. Das finde ich richtig schön. Ich habe zwar noch keinen Hinweis, aber ich befürchte, ich weiß, wo ich den Hinweis herbekomme. Bestimmt nicht auf einem Zettel. Nein, ich glaube, das ist die Lösung des Rätsels. Also des Mathe-Rätsels. Ach so. Allerdings haben wir 2. Ja. Drücken wir mal Plus. Ja, was zur Hölle? Wenn ich mit ihm hier das anklicke, passiert nichts anderes. Hätte ja sein können, dass es mir automatisch ausrechnet. Warum ist das Ding da grün und alles andere ist schwarz-weiß? Ich habe keine Ahnung. Ich würde ja sagen, dass es irgendetwas damit zu tun hat, aber hat es nicht, weil ich es nicht anklicken kann.